Da sind wir zurück, mitten in der Nacht anscheinend. Ja, hier oben sieht man schön. Und nochmal kurz zur Erklärung zwischendurch. Ist praktisch Mitternacht. Kurz vor Mitternacht. Nee, ist Mitternacht, genau. So, und hier sehe ich gerade, es braut sich schon wieder ein Wirbelsturm zusammen. Irgendwo auf diesem kleinen, netten und bisher doch recht friedlichen Planeten. Und damit ein Hallo und willkommen zurück bei The Universum. Und am Ende der letzten Folge habe ich mich gefragt, ob überhaupt ein funktionierendes Netzwerk aus Kurieren vorhanden ist hier in New Elira, Elira. Und ich bleib mal bei Elira, hört sich irgendwie nicht so schlecht an, glaube ich. Ja, und kurz, ja, ich gehe gerade noch mal kurz in die Forschung, weil ich natürlich keine Zeit verlieren möchte. Friedhof, Beerdigungen sind viel aufwendiger geworden, als es früher gedacht war. Damals war alles, was man brauchte, eine Schaufel und ein guter Arm, um sich der Toten zu entledigen. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Egal. Jetzt verlangt deine Zivilisation kunstvolle Gräber und zeitaufwendige Bestattungen. Möglicherweise solltest du deinen Nuggets geben, was sie sich wünschen. Das mache ich gerne. Natürlich, ich erforsche mal etwas, ja, gestyltere Friedhöfe, beziehungsweise, naja, den Rest hat man ja gerade gehört und gelesen. Und, Architektur. Ja, wunderschön. Das ist natürlich richtig genial. Teleskoplinse. Verbesserung zum mittelalterlichen Wetterfeuer. Ah, okay. Okay. Ja, gut, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, bei den Kurierhütten. Ich habe, glaube ich, kein funktionierendes Netzwerk. Ich kann mal hier gerade mal rüberfliegen über diesen Teil der Insel. Quatsch, Blödsinn, über diesen Teil des Dorfs. Und mal meine Kurierhütten zählen. Hier vorne, also hier sind gar keine. Überhaupt nicht, das gefällt mir überhaupt nicht. Hier hinten schon. Also hier ist eine. Genau. Und dann ist hier hinten eine. Da. Na, hallo? Genau, da steht's. Kurierhütte. So, ich glaube, wir haben nur zwei Kurierhütten. Um das nochmal zu verdeutlichen. Ich hatte das gerade, glaube ich. Hatte ich, glaube ich, kurz vor Ende der letzten Folge. Ich habe nur zwei. Ich setz mal hier hinten noch eine hin. Da, wo wir gerade die Eisenmine bauen. Also mit der Bauerei ist momentan wieder... darauf gehe ich noch gleich nochmal ein. Oder zumindest eine Randnotiz. Eine Randbemerkung, die ich da vielleicht noch ablasse. Moment, stopp, halt. Ich wollte Kurier bauen. Eine Kurierhütte. Wo baue ich denn die am besten hin? Moment, ich gehe mal kurz in die Totale. In die, naja, Pseudototale. Wo ist denn... Hier ist die Eisenmine. Okay, hier ist eine Kurierhütte. Und... da hinten. Also würde es nicht schlecht sein, wenn ich hier noch eine hinsetzen würde. Vielleicht hier irgendwo so in diesem Bereich. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so Sinn macht. Aber ich gehe mal erstmal davon aus. Wo ist denn jetzt meine Eisen? Ach, da hinten. Okay. So, dann werde ich mal eine Kurierhütte pflanzen. So, hier, da ist sie, oder? Jawohl. Die ist nicht... Ja doch, die ist recht groß. Vielleicht passt das... Was zuppelst du denn so? Nee. Hier sind ein Haufen Steine. Ich weiß nicht. Ach nee, das sind ja nicht Steine, Hütten. Ich hab fast einen falschen Fehler gemacht. Warte, ich setze die mal so hin, dass sie... Die passt gar nicht. Also theoretisch schon, dann müsste aber hier so eine kleine Hütte abgerissen werden. Möchte ich aber eigentlich nicht. Warte mal. Doch, da wohnen welche. Eine fünfköpfige Familie. Also wenn ich dann nicht... Wenn ich jetzt leer gewesen wäre, würde ich die... Hätte ich jetzt, ja doch, schon abgerissen. Ja, aber, nee, mach ich mal nicht. Hier ist ein Brunnen, da kann ich auch nichts bauen. Ja, ich könnte die vielleicht hier hinten hinbauen, oder? Hier geht nicht. Nö. Hier zwischen geht auch nicht. Nee, das geht nicht. Oder ich baue die hier hin. Ja, könnte ich hier auch hinbauen. Wenn sie dann hier Platz findet. Warte mal. Lalalala. Nö. Irgendwie geht das ja nicht. Komisch eigentlich. Doch, hier. Ja. Aber gerade so. Warte mal. Ist Millimeterarbeit hier. Uiuiui. Oh. Was? Boah, das ist Millimeterarbeit. So, jetzt passt's. Klack. Ja, nicht so optimal, aber ich wollte hier jetzt nicht so weit außerhalb bauen. Ich meine, wir werden vielleicht noch expandieren.
in die Richtung, aber vielleicht nicht in diesem Update. Also mit diesem Update. So, und hier, ja, die Kurierte passt vielleicht ganz gut hin. Also hier bezüglich auch der Eisenmine, dann wegen dem Materialtransport, versteht sich. So, dann könnte ich eigentlich hier noch eine hinbauen. Hier auf die Ecke oder, ja, auf die Ecke. Genau, hier so hinter das Rathaus. Ach, apropos Rathaus, da fällt mir auch noch was ein. Moment, ich baue erstmal die Hütte. So, Los Kurieros Hüttos. Ja, das war nicht doof. Schön. Los Kurieros Hüttos, wie blöd. Ja, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie ich die... Mach ich das so? Ja, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Bisschen medizinische Erleuchtung. Forschung abgeschlossen. Juhu. Okay, dann gehen wir gleich mal weiter wieder rein in die Forschung und dann... Unterhaltung. Filmtheater. Ja, das möchte ich. Ich möchte ein Kino. Ich möchte ein Kino für meine Nuggets. Ist doch cool. Ja, was habe ich gerade vorher noch? Achso, apropos, Bürgermeister. Also, beziehungsweise, ja, das heißt, ja, genau. Nuggets zuweisen. Bürgermeister. Ich habe keine Ahnung, wer den Bürgermeister hier spielen soll. Warte mal. Ah. Warte mal, Moment. Zeige den Nuggets mit der außergewählten... Was? Zeige nur Nuggets mit der ausgewählten Bildungseigenschaft. Schule? Universität hat... Ja, natürlich noch keiner. Stimmt, Universität. Aber das... Okay, schulische Ausbildung. Alter, komm mal hier. Für 105! Also wenn ich... Ist das eine Sie? Nee, ist ein Er. Wenn ich ihn als Bürgermeister setze, dann kann ich wahrscheinlich in der nächsten Minute... ja... schon wieder den nächsten Bürgermeister ernennen oder Bürgermeisterin. Ich merke mal einen etwas... Was macht er hier? Was ist das? Workaholic. Mhm. Könnte man machen, oder? Schumager Hiesemann. Weißt du was? Der ist jetzt Bürgermeister. Ob ich es bereuen werde oder nicht, wir werden es nie erfahren. Also hier kann ich noch nicht einsetzen. Bildungsminister und so weiter. Also alle Ministerien sind noch nicht besetzbar. Beziehungsweise... gesperrt. Ich weiß gar nicht, muss ich bestimmt erforschen, oder? Oder brauche ich da... Ich brauche bestimmt eine Universität dafür. Beziehungsweise eine... Wo ist denn... Warte mal, wo ist denn hier die Schule? Wo ist die Schule? Hier hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich aus einer normalen Schule eine Universität machen kann, beziehungsweise ob ich die dann generell also aufwerten kann. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Oder ob ich direkt eine Universität bauen kann. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre in dem Stadium... Nee, das ist, glaube ich, nicht möglich. Wo ist denn das eigentlich? Archiv kann ich nicht mehr bauen, weil da ist nur eins möglich. Hier, Rathaus genauso, haben wir gerade. Find? Achso, der ist erforscht. Ich dachte schon, ich kann bauen. Oh, das wäre so geil. Aber es kommt noch. Ja, Polizeistation und ein Gefängnis. Schule. Tja. Oh, hier kann ich irgendwas... Was kann ich denn da... Mit Friedhof? Ingenieure? Ach, guck mal. Die Bilder da oben sehen auch anders aus jetzt. Wie cool. Wirtshaus? Eine Feuerwache. Ja. Okay, der Brunnen sieht cool aus. Also jetzt nicht das unten, das Bildchen, sondern da oben. Ich kann leider mit der Maus nicht... Wenn ich da rübergehe, dann verschwindet's. Ja, eine Feuerwache, Mensch. Oh, die hat einen richtig genialen Einflussbereich. Also einen Aktionsradius. Sehr cool. Hier, die Lücke wäre doch perfekt, oder? Hier eine hin. Da hinten eine hin. Oder hier. Warte mal, überlappt. Kann ich das über... Ja, bitte. Kann ich das überlappen? Ja, das geht. Wenn ich die hier... Warte mal, hier hinbaue... Ich bin mal gerade mal mit Absicht so weit oben, weil eben... Ja. Zack. Wie geil. Achtung. Und jetzt hier hinten noch eine hin. Da werde ich mal draufbleiben. Gerade das ist schön mit dem... Mit diesem Radius. Mit dem Radius. Guck hier. So ein bisschen überlappen. Oh, das... ja, überlappend ist nicht so wirklich... Oder warte mal. Doch. Hier ging es doch gerade. Yes. Ja, wie geil. So. Und, ja, da müsste ich eigentlich...
Also, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, jetzt gleich am Anfang so viel Feuerwachen zu bauen, aber... Ich weiß es nicht. Soll ich das mal belassen hier bei den beiden oder hier drüben auch? Ich weiß was, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt darauf verzichte, fängt es an zu brennen. Hier. Natürlich hier. Wo ich keine Feuerwache habe. Das Spiel spielt einem wahrscheinlich einen Streich. Das, um dem entgegenzuwirken. Hier ist natürlich ein bisschen doof. Hier wäre eigentlich besser. Ja, ich mach das hier. Ich mach das Ding hier hin. So, zack. Dann ist das ganze Gebiet hier abgedeckt. Die ganzen Häuser. Hier hinten natürlich jetzt erstmal nicht. Ich belasse es erstmal dabei. Vorläufig. Ja, das ist cool. Ich find's cool, dass da jetzt, Feuerbekämpfung möglich ist. Ich musste gerade nachdenken gerade. Maschinerie. Demnächst. Ja, jetzt ist so langsam Schluss hier mit der Erforschung. Ministerium für Architektur, sage ich ja. Siehst du? Alles klar. Dann können wir vielleicht noch unseren ersten Minister einsetzen im Rathaus. Oder ernennen vielmehr. Mal schauen. Mal schauen. Da werden wir natürlich einen aus der Ingenieursbranche nehmen. Vermutlich. Wenn es denn geht. Das wäre cool. Ja. Okay. So, wie ist denn, oder beziehungsweise wie weit ist denn meine Eisenmine hier hinten? Meine zweite. Ja, es schleppt ein wenig. Es ist, ja, es dauert. Also das ist echt, die haben echt zu ackern hier, aber, kommen nicht so wirklich vorwärts. Ist ein bisschen schade. Dadurch gehen natürlich die anderen, oder beziehungsweise die Bauprojekte, die wir hier angesetzt haben, ja, recht schleppend voran. Also ist es nun mal. Was soll's? Was haben wir denn eigentlich? Wir haben hier hinten noch, schon seit einer Ewigkeit, und das erinnert mich an unser drittes Dorf, unser letztes Dorf, ja, das Gefängnis, das dauert. Oh, guck mal hier. Wenn hier die letzten zwei Eisen... Träger vor Ort sind, dann müsste es vorangehen. Ich kann auch leider da nicht eingreifen. Früher konnte man so ein bisschen, indem man Holz geerntet hat, hier selber mit meiner kinetischen Energie oder mit meiner kinetischen Kraft vielmehr, konnte ich hier die Nuggets unterstützen beim Bauen. Aber es geht leider nicht mehr. Ich kann ja nicht einfach so irgendwo verarbeitetes Material irgendwo aus der Erde reißen. Schön wär's. Und die haben wieder Hunger. Alter, jetzt fängt die Scheiße schon wieder an. Oh, Entschuldigung. Das war vielleicht ein bisschen derbe gewählt, die Wortwahl. Aber es ist, Fakt. So langsam geht schon wieder der Nahrungsvorrat zu Neige anscheinend. Es sieht zwar nicht so aus, wie man hier unten sieht, aber es ist so. Oh, nein, ey, das gibt's doch nicht. Das ist echt mies und... Wir werden wieder hier oben 282 haben wir, oh, das ist richtig krass. 282 Einwohner, das wird schrumpfen, die Zahl wird wieder schrumpfen, ich weiß es, leider. Wo sind eigentlich unsere, oh wow, die Jagdhütte? Ist gerade dunkel, deswegen kann ich ja gerade nichts erkennen, beziehungsweise wenig erkennen. Ja, so ein bisschen im Mondlicht hier, ah nee, ist ja mein eigenes Licht, was ich hier als Taschenlampe habe. Kann ich aber gerade mal zeigen, wo geht denn das nochmal, warte mal, wo ist Lampe an aus? Ich sehe es gerade nicht. Konnte man noch mit dem Schalter an- und ausschalten? Ah, hier. Tuck. Jetzt ist es total dunkel. Tuck. Und wieder hell. Ja, ich hoffe nur, dass ich damit meine Nuggets hier nicht störe. Ich glaube aber nicht. Wir sind dran gewöhnt. Was ist das für ein Geräusch? Klang so ein bisschen wie eine Klospülung. Aber eine sehr sonorische Klospülung. Okay, Nahrungsbeschaffung. Ja, ganz wichtig. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Die sind hier alle... Oh, Fallentyp. Ich muss eine Falle aufstellen. Friedhöfe abgeschlossen. Die Forschung, meine ich. Also, große Fallen. Ich setze mal eine mittelgroße. Weil die Materialien, die dafür nötig sind, für eine große und auch für die mittlere,
Ja, ist nicht zu unterschätzen. Ich setze sie mal hier hin. Kann ich noch eine hinstellen? Abbrechen, abbrechen. Okay, nee, ich kann immer nur eine setzen. Okay, dann mache ich mal bei der anderen Jagdhütte. Ich weiß ja auch nicht, wo die ist. Da hinten ist sie. Nee, ist das eine Jagdhütte hier? Nee, ist nicht. Ingenieur. Oh, okay. Das müssen wir uns auch mal angucken im Hellen. Die Gebäude haben sich ja nur ein bisschen verändert. Also nicht nur ein bisschen, ganz schön verändert. Da bedarf es einer Überprüfung, einer visuellen Überprüfung. So, Moment. Jagdhütte. War ich mach's anders. Ich gehe hier oben in die Dingens hier. So, wo ist die Jagdhütte? Da ist die Jagdhütte. Vier haben wir. Ne, fünf sogar. Okay, da hinten. Da waren wir gerade, oder? Jupp, da waren wir gerade. Quatsch, nicht Kurierhütte. Ich wollte Jagd. Habe ich jetzt eine Kurierhütte angewählt? Ich habe die Kurierhütte angewählt. Was aber? Jagdhütte mit J, Mensch. Warte mal. So, da. Da ist sie. Wir haben nur drei. Okay. So, wenn wir da hinten hin, Falle aufstellen. Es ist echt mies. Oh, wer taucht denn da? Da war gerade jemand unter Wasser. Ein Nugget. Ah, was machen die da? Das sieht ja geil aus. Guck mal hier. Alle um das Feuer. Das sieht schön aus. Ja, wie cool. Schön. Ja, sehr cool irgendwie. Gefällt mir. So, also. Fallentyp wählen. Große Falle? Ich baue mal eine große Falle. Why, ja, die hat schon einen recht fetten Einflussradius hier. So, ich setze sie mal da hinten hin. Ob das gut da hinten ist, weiß ich jetzt nicht. Aber so rüber zur anderen. Da waren wir aber gerade. Und die dritte ist dort. Keine Ahnung, ob die überhaupt noch reichen, die drei. Boings. Die ist hier. Die steht schon mitten in den Häusern. Mitten, ja, mitten der Häuser. Ich weiß gar nicht, ob das noch so sinnvoll ist. Ich habe hier gar keine Dings angewählt gehabt. Ich setze sie mal dahin. Keine Ahnung, ob das gut ist. So. Warte mal. Wo ist denn jetzt nochmal die andere? Hier hinten irgendwo. Da. Okay. Die haben alle nichts. Die haben alle nichts vor die Flinte bekommen hier, beziehungsweise vor ihren Speer. Okay, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei, beziehungsweise die Zeit ist rum für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, man sieht sich dann im oder in der nächsten Folge von The Universum. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.